So ist das. Amazon Prime macht die. Hm. Naja, ich bin gespannt. Amazon Prime hat bewiesen, dass die durchaus auch in der Lage sind, gute Serien zu machen. Wie man an The Boys sieht. Aber die haben auch eine Historie, also ganz schön viel Shit zu produzieren. Nein, ich mag viele Serien auf Amazon Prime, aber oft merkt man den Serien an, dass die echt nicht viel Budget haben und ziemlich cheesy sind. Aber genau, stimmt. Ja, genau, die Produzenten von Westworld. Ja, ja, jetzt wo du sagst, natürlich. Ich habe Westworld nie gesehen, aber Westworld hat ja einen sehr guten Leumund. Die wollte ich schon lange mal gucken. Da hast du recht, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ja, das könnte vielleicht sogar dann was werden. Da haben sich zumindest fähige Autoren anscheinend gefunden. Naja. Stimmt. Jetzt kommt alles zurück. Das ist ein bisschen lustig. Also ich meine, ne, weil es gibt so einen Rechtsstreit, den Bethesda hatte. Die haben sogar auch ein bisschen teilweise recht bekommen, weil da hinten ist schon wieder so ein Riesenroboter, oder? Ich bin mir nicht sicher. Weil die haben jetzt, pass auf, irgendwie, ah, der ist kaputt, ehemalige Mitarbeiter von Bethesda, wenn mich nicht alles täuscht, sind nämlich zu einem anderen Handyspielentwickler gegangen und haben dort ein Westworld-Spiel gemacht. Und das Westworld-Spiel ist schon sehr stark wie Fallout Shelter. Da müsst ihr mal Screenshots euch angucken. Da ist schon wirklich sehr stark wie Fallout Shelter. Aber das ist ja grundsätzlich noch in Ordnung. Aber Bethesda hat gesagt, ja, die haben bei uns den Code geklaut. Und scheinbar, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, haben die dann auch wirklich Recht bekommen vor Gericht, weil scheinbar wirklich auch Codezeilen von Fallout Shelter kopiert wurden, direkt 1:1 für das Westworld-Spiel. Und deswegen haben die da so einen Rechtsstreit mit Westworld gehabt. Und schön, dass jetzt die Macher von Westworld Fallout machen. So schließt sich der Kreis irgendwie. Weil mit der Westworld-Lizenz schon inoffiziell ein Fallout-Klon gemacht wurde. Ein Fallout-Shelter-Klon, so ein bisschen. Schön. Drohne. Lieber ohne Drohne, wenn es geht. Nein, ich hätte auf meine Magazin achten müssen. Jetzt ist doof. Er ruft gleich wieder seine Brüder, wenn ich nicht aufpasse. Mein Gott, Drohne, was ist denn? Warum bist du denn heute so robust? Danke. Oh oh, ich werde gesehen von irgendwas. Ich habe nicht mehr viel Munition. Habe ich noch andere Munitionsart? Doch, habe ich. Hab noch ein bisschen andere Munitionsart. Ist da noch eine Drohne oder ist das ein Hündchen? Noch eine Drohne. Vielleicht sollte ich da hingehen. Ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Ich glaube, da könnten wir erkunden. Hallo, Mr. Hawkeye. Hallöchen. Wann hab ich Cyber... Das war am Freitag. Das war am Freitag. Da war Cyberpunk-Stream. Aber die Folgen werden eh... Eigentlich hätten die nach meinem Plan schon am Wochenende online gehen sollen, die ersten Folgen. Aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Aber die gehen jetzt dann online. Am besten... Ich sag mal morgen hoffentlich.
also wenn ihr das auf YouTube seht, dann schon in der Vergangenheit. Dann waren die schon online, die ersten. Bei Cyberpunk wird ja neben den Fallout-Let's Builds quasi die feste einstündige Patreon-Let's Play-Reihe. Das heißt, es wird uns wahrscheinlich relativ lange begleiten, weil wenn da quasi nur eine Stunde pro Woche Gameplay kommt ungefähr, dann haben wir quasi genug Stoff für 2 Jahre oder so. Mal schauen. Was mit der Facecam passiert? Nix, die ist grundsätzlich da und alles, aber ich musste heute ein bisschen improvisieren. Deswegen sitze ich heute ein bisschen komisch, blöd auf der Couch und die Kamera guckt gegen die Wand. Vom Aufbau her ist es nicht anders möglich gewesen. Deswegen gibt es heute keine Kamera. Heute mal Cam-Free. Cam-Free Bogart bin ich heute. Das ist ein bisschen, es geht zurzeit alles drunter und drüber. Mein Hobby ist, dass ich brennende Scheunen voller Holz und Stroh erkunde. Das ist so ein bisschen für den Kick. Wenn das Militärroboter jagen einem nicht mehr genug Kick bringt, dann muss man einfach mal brennende Strohscheunen durchsuchen. Dann fühlt man sich gleich wieder lebendig. Ich kann jeden Moment alles über mir einbrechen. Das ist das Schöne. Ich will die ganze Zeit meinen Scan-Knopf machen, um den Loot zu finden. Zu viel Cyberpunk gespielt am Wochenende. Aber dieser Scan-Knopf, also es gibt bei Cyberpunk schon einen Knopf, den kann man anmachen. Da kann man dann nicht nur hacken unter anderem, sondern man findet auch Loot. Man sieht Loot schon weiter weg. Und das ist so ein bisschen wie in Dragon Age Inquisition, wenn ihr das gespielt habt, dieser Sonar-Ping-Knopf. Den drückt man quasi eigentlich, wenn man in unbekannten Gebieten rumläuft, ständig. Immer wieder mal kurz, um zu sehen, ob irgendwo noch Loot liegt. Und bei Dragon Age ist es bei mir im Grunde dann so eskaliert, dass ich am Schluss einfach nur die ganze Zeit mit diesem Bling, Bling, Bling durch die Gegend gelaufen bin. Weil wenn man da auf den Stick drückt, dann geht quasi vom Charakter so ein kreisrunder Bereich aus, der dann auch Loot aufdeckt. Genau, da bin ich die ganze Zeit mit diesem Bling, Bling rumgelaufen und jetzt bei Cyberpunk laufe ich die ganze Zeit mit dem Twit-Twit-Twit durch die Gegend, um kurz zu scannen, ob nicht doch noch irgendwo Loot liegt. Weil Loot ist gut. Wie der Pumuckl schon gesagt hat, was sich reimt, ist gut. Und wenn Loot sich auf gut reimt, dann ist Loot doppelt gut. Oder so. Loot reimt sich auch auf Blut. Vielleicht ist Blut auch gut. Was ist denn mit meinem Fahrrad? Drohne? Schon wieder? Die weiß auch nicht so recht, oder? Sag mal, treffe ich die eigentlich? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich bei dem Spiel ein bisschen die Entfernung ausgleichen muss mit der Höhe oder ob das Scharfschützengewehr auf die Entfernung einfach nur sehr ungenau wird. Ich glaube eher Zweiteres. Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. Wo habe ich denn wirklich mein Rad gepackt? Zu weit weg? Ja gut, okay. Das lohnt sich, glaube ich, trotzdem, dass wir da hinlatschen. Ich hätte bei Cyberpunks anfangs die Fallout-Steuerung in den Fingern und wollte immer mit Dreieck springen. Ja, sowas hasse ich. Sowas, wenn man da 2 Spiele spielt, die eine ähnliche Steuerung haben und man muss sich dann immer umgewöhnen. Das macht mich fix und fertig. Na, es geht ja in der Regel ganz schnell. Es ist nur immer blöd, wenn ich Let's Plays aufnehme, weil innerhalb von 20 Minuten gewöhne ich mich meistens nicht um. Oder vielleicht gerade so. Und kaum habe ich mich umgewöhnt, kommt schon wieder das nächste Spiel an die Reihe. Das ist ein bisschen doof. So, führt da eine Straße hin, wo wir hinwollen? Ja, wenn wir der Straße in die Richtung folgen, man mag es kaum glauben, aber dann führt uns die angeblich genau dahin, wo wir wollen. Ah ja.
Perfekt. Oh, da habe ich schon was gesehen. Wie spielst denn du Metatron bei Cyberpunk eigentlich? Wie ist denn deine Spielweise? Weil unerwarteterweise macht mir mittlerweile das Hacken echt sehr viel Spaß. Oh, warum hat mich der durch die Hecken durchgesehen? Ich dachte, ich bin durch die Hecken geschützt, Mensch. Das ist echt gemein. Halt dich doch mal kurz still, bitte. Ja, er ist mein Freund. Warte mal, du bist mein Freund. Hör bitte auf. Leider sind diese gehackten Roboter so nutzlos. Aber zumindest greift er mich jetzt nicht an. Das ist auch schon nicht schlecht, für eine kurze Zeit zumindest. Ehrlich gesagt ist das Hacken nur sinnvoll, weil ich dann meine gehackten Freunde kaputt schießen kann, bevor sie wieder normal werden. Ich habe noch nie erlebt, dass wirklich mal einer wirklich hilfreich gewesen wäre im Kampf. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh, bitte lass es den letzten gewesen sein. Dann kaufe ich dir ein Eisspiel nachher. Mit extra Schlagsahne. Puh, ich glaube, es war wirklich der letzte. Du kriegst doch kein Eis. Ha, verarscht. Ich esse alles allein. Das wird mir das Spiel bei der nächsten Gelegenheit so heimzahlen. Zu Recht. Ich spiele an sich nach Lust und Laune. Na, aber auf was hast du denn geskillt? Weil ich habe sehr stark auf Intelligenz und technisches Verständnis geskillt. Und in den Let's Plays wird das eher so ein rabiater Haut drauf Kampfcharakter. Und ich habe ja auch mit meinem Hacker-Charakter, weil es geht ja, auch schon ziemlich viel mit so Powerschrotlinten einfach Räume weggeschossen. Und das ist schon einfach eine sehr andere Spielweise. Und theoretisch könnte man auch noch super stealthig wirklich durchschleichen und Stealth-Kills machen und so. Das bietet da schon echt gute Abwechslung. Es ist wirklich Deus Ex im Grunde. Aber halt im Grunde, also ich finde, ich habe es eh auf Discord schon geschrieben und ich finde wirklich, dass einfach Cyberpunk gleichzeitig das beste Fallout seit New Vegas und das beste Deus Ex seit, weiß ich nicht, dem zweiten, glaube ich, damals war. In einem. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich habe noch nicht so lang gespielt. Auf Coolness, Intelligenz und Konstruktion. Auf Coolness, ja, ist auch nicht schlecht. Oh. Risiko. Spielen Sie auf Ihr eigenes Risiko. Warum kann ich die Patronen, die da sind, nicht mitnehmen? Die wären nützlich. Ist das die Map der Spielwelt? Nee.
Na wohl. Das ist hier quasi so der Bereich ungefähr. Okay, das sind Markierungen. Und eine davon ist hier. Ziemlich am äußersten Zipfel von diesem hier so. Da könnte man eventuell mal hinschauen. Wäre schon interessant, was diese Patronen symbolisieren. Hier ist eine kleine Patrone. Da sind große Patronen. Sind das wirklich Hinweise? Ha. Könnte sein. Wer weiß. Coolness fördert sowohl Stealth als auch Hau drauf Methoden. Ja, die kritische Trefferwahrscheinlichkeit steigt durch Coolness, glaube ich. Aber wenn es um Coolness geht, also unabhängig von den Skill, dann hat sowieso die eine Passage gewonnen, die ich jetzt nicht spoilen will. Aber für alle, die es gespielt haben, nach einem großen Ereignis in der Story kommt ein kurzer Perspektivwechsel. Ne, bevor was ganz Einschneidendes passiert mit unserer Hauptfigur. Und während dieses Perspektivwechselns hat man wahrscheinlich die absolut übertrieben coolste Nachlade- und Schießanimation, die ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich so cool. Und auch die Waffe, die man da benutzen darf währenddessen, die hat auch ordentlich Wumms. Das macht richtig Spaß, die Passage. Die hätte von mir aus gern ein bisschen länger sein dürfen. Das war sehr cool. Wichtige allgemeine Mitteilung Stufe 3 abgeschlossen. Hä? Was ist los? Ich weiß überhaupt nicht, was das Spiel gerade von mir will. Auf einmal macht Synthesizer Beats und ich habe einen Erfolg. Tagebuch einer Überlebenden. Das Tagebuch enthält nur einen Eintrag. Anita Sjögren, Beobachtung. Ich war nie eine gefühlsduselige Tagebuchschreiberin, aber Zeiten wie diese lassen wohl niemanden kalt. Selbst Roland hat es geschafft, in dieser fliegenden Maschine. Was? Selbst Roland hat es geschafft, eine dieser fliegenden Maschinen auszuschalten. Das Üben mit den Dosen war also nicht umsonst. Björn hat versprochen, dass er vor Sonnenuntergang mit seinem Boot wieder am Pier sein würde. Er ist heute Morgen los. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Persönliche Anmerkung: Niedrig halten in hohem Gras laufen. Immer nach Deckung suchen, offene Gebiete meiden, keine Geräusche machen, nicht rennen, wenn sie in der Nähe sind, am besten nur nachts unterwegs sein. Oh, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, nachts sehen die mich immer eher, wie ich die sehen kann, weil ich nachts halt auch weniger sehe. Und außerdem habe ich nachts Angst, nachts ist gruselig. Ich bin da doch lieber tagsüber unterwegs, muss ich sagen. Okay, hier ist jetzt ein Unterschlupf. Hier kann ich mich jederzeit hin teleportieren. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier hin sollen wollte, aber gehen wir doch mal noch hier hin. Da ist noch ein Gebäude. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr looten und durchsuchen und untersuchen und so weiter. Aber das war sogar Stufe 3. Ja, das stimmt. Besser als Stufe 1 und 2, von dem, was ich nicht mal verstehe. Aber es ist bestimmt gut. Wo ist der Marker, den ich gerade gesetzt habe? Da ist der Marker. Los geht's. Mir fehlt da so ein bisschen der Trickknopf. Warum kann ich nicht irgendwie springen und grinden und so? Das wäre cool. So, steigen wir mal lieber ab. Hier gibt es eine Waffe. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich traue der Ruhe irgendwie nicht hier. It's too quiet.
Hallo Roboter, wenn ihr hier seid, müsst ihr mir das fairerweise bitte sagen. Sonst ist es unfair. Ah, wie viel Radius ich schon habe. Ich weiß gar nicht genau, ob die so gut sind. Immer wenn ich so Sachen benutze, die die Gegner ablenken sollen oder irgendwo hinlocken sollen, finden die mich nur dadurch quasi. Ich bringe mich immer selber in Gefahr damit. Ich habe das noch nicht so ganz raus, wie ich die sinnvoll einsetze. Wahrscheinlich ist der Fehler, dass ich immer weglaufe. Wahrscheinlich sollte ich die, nachdem ich die platziert habe, nicht weglaufen, sondern irgendwo in der Nähe mich im Gebüsch verstecken. Aber ich denke mir immer, wenn ich in der Nähe bleibe, finden die mich doch erst recht. Das habe ich noch nicht so ganz draußen. Worum geht es in dem Spiel, das ich da spiele? Um ein von Militärrobotern überlaufenes Schweden der 80er Jahre. Und ehrlich gesagt gibt es nicht mehr Story als das. Alle sind verschwunden und ich weiß nicht, wo sie sind. Und jetzt suche ich sie und laufe von Hinweis zu Hinweis und von Bunker zu Bunker auf der Suche nach Überlebenden und meiner Familie und so. Und währenddessen stellt sich raus, dass dieser Teenager, den wir hier spielen, aus irgendeinem Grund die perfekte Roboter-Killer-Maschine ist, die es mit dem gesamten schwedischen superautomatisierten Militär aufnimmt, die das menschliche Militär und Panzer und alles kaputt gemacht hat. Tja, so ist das eben.